Servus Leute! Ja, ich bin's mal wieder, euer Shisha-Olli vom Shisha-Warntest-Team. Benny, wir sind noch nicht da bei unserem neuen Review, was wir heute vorstellen. Könnt ihr ja wahrscheinlich oben lesen, leider. Aber ja, ich bin gerade noch an der Atomlochung stechen, wie ihr seht. Oh, das nervt mich schon die ganze Zeit, ey. Immer diese fast 10, 20 Minuten hier, diese Stecherei. Aber ich hab's gleich. Ah, endlich, gleich, fast haben wir's gleich. Das gibt's jetzt schon zum vierten Mal. Ich hab keinen Bock mehr! Olli, was ist los? Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß! Wieso? Was hast du gemacht, Ja, ich Mann? schmeiß den Kleinen aus hier. Jetzt mal hier die Hure-Stecherei. Warum denn? Ah, schon wieder abgerutscht. Guck dir das an. Mein Gott, hey, da stich ein Loch zu viel und dann rutscht. Und dann, da, oh. Du, wir brauchen da was. Wir brauchen da irgendwas. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Die Schablone bringt hier fast gar nichts mehr. Keine Mensch, Zeit, Olli. Ersparnis. Servus erstmal, Shisha-Freunde. Ja, was machen wir jetzt? 10 Minuten dran gehockt, Die so ein kurzen Ergebnis, Ergebnis, so ein Ergebnis und alles wieder von vorne machen. Aber nein, Olli, es ist eine Revolution auf dem Shisha-Markt. Nee. Doch, Was? hier, schau dir das an. Das ist es, das einzig Wahre, Ich sehe das, hier nur was. Stone Tube. Ja, Stone Tube. Jeder kennt Stone Tube. Und Stone Tube Shisha Schlauch 24 hat etwas auf den Markt gebracht, Nadel. das ja, das Löcherstechen revolutioniert. Und ja, Wow. ich zeige euch das jetzt einfach mal an alle, die es noch nicht kennen. Ich zeige es euch auch. Ich richte mal bloß die Kamera wieder richtig hin. Die ist ein bisschen verschoben, ganz minimal. So, warte mal. Zack. So. Also, yo, so passt's. Ja, also. Atomlocher nennt sich das Ding. Und das gibt's alles bei shishaschlauch24.de. So schaut das Teil aus. Wir haben es schon mal reingetan. Sieht sehr, sehr geil aus. Das ist hier mit drei Muttern befestigt. Und Flügelschrauben. Flügelschrauben. Genau. Das dreht man hier dran auf. Alle drei. Dann kann man die obere Platte wegnehmen. Und wenn man die obere Platte weggenommen hat, dann könnt ihr alle einzelnen Nadeln reinstecken, so wie ihr das wollt. Weil wir haben jetzt das Atomlochungzeichen gemacht. Und ihr könnt natürlich auch die Komplettlochung machen oder die Rundlochung oder was auch immer ihr wollt. Ja? Das ist euch überlassen. Wir haben natürlich die Atomlochung gemacht. Und ja, wir haben jetzt nicht alle Nadeln verbraucht. Es gibt insgesamt 280 Löcher und auch 280 Nadeln. Und hier sind die restlichen Nadeln für die Komplettlochung zum Beispiel, dass man dann alle noch benötigt. Habe ich alles noch hier. Und was man noch dazu bekommt, ist diese Unterlage. Sieht aus wie ein Rasenteppich. Kunstrasen vom Genau. Stadion geklaut mit Stone-Tube-Zeichen drauf. Und ja, man muss nichts weiteres tun, als einmal die Unterlage hinzuklatschen, dann Alufolie zu nehmen. In unserem Fall vorgeschnittene zweilagige Alufolie. Ganz normal, man sieht auch, es ist noch nichts gemacht dran. Ja, also sie ist noch unbenutzt. Die legt man jetzt hier drauf. Zack. Und jetzt nimmt man den Atomlocher, gibt ihn gerade mittig drauf. Ja, sieht schon sehr gut aus. Ein bisschen weiter links noch. Jetzt ist es mittig. So, warte mal, ein bisschen noch zu mir herziehen, dass man es auch besser sieht. So, jetzt. Ja, und dann macht man nichts anderes, wie kräftig reinzudrücken. Dann hört man schon, wie es knackst, wie die Löcher reingestochen werden. Ein bisschen draufdrücken, das langt schon vollkommen. Und dann, ja, zieht man es weg. Und fertig ist die Atomlochung innerhalb von 10 Sekunden. 10? Einer. Ja, Beim gut. Drücken eine Sekunde. Okay. Und fertig ist die Atomlochung. Perfekt. Genau Millimeterarbeit nebeneinander perfektioniert worden. Und ich stich hier 10 Und Minuten um. ja, hätte ich dir auch früher sagen können, oder? Auf jeden Fall. Jo, Was? und dann gibt man das einfach über den Kopf drüber und fertig ist das Ganze, ja? Aber jetzt darf ich gleich noch was dazu erwähnen. Ich zeig's euch mal ganz kurz noch. So. Und jetzt spannt man das Ganze ganz normal drüber. Die Leute von Stone Tube haben wir natürlich beim Smoking Shisha-Treffen gesehen. Die waren da und haben mir das gesagt, dass sie das auf dem Markt haben. Und ich dachte so, aber jetzt, ihr spinnt doch, zeigt's mir das Ding. Und dann haben sie gesagt, dass es nur mit diesem Rasen hier geht, mit diesem Kunstrasen, was ihr dazu bekommt.
Wenn ihr das auf den Tisch legt, kommt sie mit den Nadeln nicht ganz durch. Dann haben sie es mit sämtlichen anderen Unterlagen probiert. Es hat nie so gut geklappt wie mit diesem Rasenstück. Also ihr solltet das auf jeden Fall unten drunter haben. Ganz genau. Wir haben es selber schon getestet. Also auf dem Tisch funktioniert es gar nicht, weil ihr könnt es ja nicht in den Tisch stechen. Weshalb der Untergrund ist, ihr habt halt noch was Weicheres. Hier ist es zu weich, da verknittert das ganze, die ganze Alufolie. Also harter Untergrund, Tisch, fließt drauf oder halt diesen Rasenteppich. Das ist auf jeden Fall ein Rasenteppich. Und ja, solltet ihr so machen. Also beherzigen den Rat von denen. Aber ihr bekommt dieses Stück Kunstrasen, was ihr ja im Laden eigentlich Quadratmeterpreise kaufen müsst. Jetzt bekommt ihr ja gratis dazu. Ganz genau. Gibt es alles gratis dazu noch. Die Nadeln sind auch kostenlos mit dabei. Und alles zusammen kostet nur 9,90 Euro. Das Ganze wurde um einige Euros reduziert, weil die Produktion vergünstigt, verbessert wurde und dadurch auch günstiger angeboten wird. Und so kostet das Ganze nur noch 9,90 Euro und ihr könnt es so machen, wie ihr gerade Lust habt. Ja? Also das perfekte Utensil für jeden Shisha-Raucher, der keinen Bock hat, ständig hinzusitzen, so wie der Olli zum Beispiel, um die Lochung zu machen. Ja? Also es gibt nichts Leichteres und das Geld ist so schnell wieder drinnen, weil Zeit ist Geld. Ja? Ihr wisst es ja selber. In der Zeit hat man schon längst wieder Schleiderer kennen. Genau. Und wer keine Atomlochungsschablone hat wie wir oder so, also auch perfekte Atomlochung, kriegt nicht mal Uras hin. Ja. Ganz genau. Sorry, Uras, Grüße liegt, an sorry, Uras, gell? Aber die kriegst du nicht mal. Ich hoffe, du schaust das Video an und kaufst dir das Teil auch. Das ist halt perfekt, perfekt, ja. Ja, also und wie man sehen kann, wir haben jetzt nicht alles bei der Atomlochung ausgenutzt, weil sonst wäre es zu groß gewesen. Also es ist jetzt perfekt für unseren Kopf geeignet, für Safir-Köpfe, Shisha-King-Köpfe ist es perfekt geeignet. Ich zeig's euch nochmal. Es passt perfekt drüber und der Abstand ist überall so gut wie gleich. Also es ist perfekt gemacht worden von uns. Ausgewählt von den Löchern, meine ich jetzt. Hier, wie man sehen kann, perfekte Abstände, perfekte Lochung. Es kann gar nichts verbessert mehr werden. Also das ist das beste Produkt, was ich bis jetzt gesehen habe, was mit Lochungen zu tun hat. Weil es gab ja mal so komische Stecher, so quadratische oder runde, die wo man reinkaut hat. Da kann man dann einen Selbstzünderkohle draufhauen, das war's dann, ja. Aber eine komplette Komplettlochung oder Rundlochung oder Atomlochung hat es bis jetzt noch nie gegeben. Und dafür danke ich euch. Also Leute, für das Design, für den Preis und für die Zeit, was ihr euch dadurch spart, ist es schon. Also mindestens schon 2 Daumen pro Person nach oben. Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich gigantisch, super. Und bekommt auf jeden Fall die Kaufempfehlung von uns beiden. Also auf jeden Fall. Von jedem. Also ich habe noch keinen Shisha-Raucher gesehen, der das Teil auch schon probiert hat und gesagt hat, Scheißdreck. Jedem, wo wir es gezeigt haben, alle wollten es. Die wollten das sofort. Mich fragt's. Also schreibt es bitte drunter in die Kommentare, das die jetzt wissen wollen, wer auf jeden Fall das Ding gleich sofort will. Ja, für 9,90 Euro ist ja nichts hier. Ja? Dann macht ihr eine Sammelbestellung, ab 30 Euro gibt es gratis Versand bei shishaschlauch24.de und dann vertickert ihr das Ding wieder für 10 Euro und habt keine Versandkosten gezahlt am Ende. Also es gibt keine schnellere und bessere Lösung wie sowas. Richtig. Optimal. Also ich kann das nur empfehlen. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank an Shisha-Schlauch24, dass sie sich die Mühe gemacht haben, so ein tolles Teil zu kreieren. Und ich glaube, wenn das Ding wirklich gut ankommt, wird das Zeug auch bald in allen nennenswerten Shisha-Shops zu kaufen geben. Ja? Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ja, alles Weitere erfahrt ihr bei shishaschlauch24.de. Wir werden auch noch weitere Zubehörsachen testen. Und zwar unter anderem in den nächsten Reviews um Shisha-Schlauch24 geht es um eine Schlauchbürste und um ein Spezial-Shisha-Gewindefett. Das werden wir euch demnächst vorstellen, wenn es wieder heißt, neue Sachen von Shisha-Schlauch24.de. Jo, dann würde ich sagen, wir qualmen jetzt ordentlich durch mit der Atomlochung und sagen natürlich nochmal vielen Dank an die Leute von Shisha-Schlauch24. Hoffentlich sieht man sich beim nächsten Treffen wieder in München und vielleicht gibt es dann wieder eine Revolution, was Shisha-Zubehör angeht. Genau, aber nicht im Hintergrund behalten, sondern sofort zu uns kommen und sagen. Ganz genau. Nicht einfach so in der Ecke drin hocken und genüsslich Shisha rauchen und kurz vor Ende dann noch herkommen und dann uns dann noch mit sowas dann faszinieren. Ja. Genau. Jo, also gut, das war's. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wir beide sagen natürlich wieder Danke. Macht es gut. Bis zum nächsten Review. Euer Olli, euer Benni. Servus. Ciao.